Den ich gerade trage. Diesmal ist es etwas leichteres mit hellen Grüntönen geworden. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Und wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert mich. Bis bald! Heute fangen wir mal mit dem Gesicht an. Und zwar erstmal benutze ich da meinen Primer von Catrice und als nächstes meine Lieblingsfoundation von L'Oreal. Und die arbeite ich mit dem Real Techniques Expert Face Brush ganz ordentlich in meine Haut ein. Dann benutze ich natürlich Concealer, das ist heute einer von Manhattan. Den verteile ich so an den üblichen Stellen, unter den Augen, am Kinn, am Nasenrücken und auf der Stirn und arbeite den dann mit meinem Maybelline Make-up Eye in die Haut ein. Kleinere Pickel und Rötungen decke ich nochmal extra mit der Catrice Camouflage Cream ab. Und dann grundiere ich auch schon meine Augen mit dem MAC Painterly Paint Pot. Das alles pudere ich dann mit dem Maybelline Fit Me Powder ab, deswegen habe ich auch schon meine Eye Base drauf gemacht, weil ich die so dann schon mit abpudern kann, damit die Lidschatten da nicht so dran kleben. Und dann mache ich meine Augenbrauen mit der üblichen Kombination. Das habt ihr schon tausendmal gesehen, deswegen spule ich das ein bisschen vor. Dann benutze ich den NARS Laguna Bronzer. Da habe ich leider keinen Clip von, deswegen nur kurz hier eingeblendet. Damit wärme ich einfach mein Gesicht ein bisschen auf und dann benutze ich einen Blush von Sleek in der Farbe Flushed. Und als Highlight heute den Soft and Gentle von MAC. Kommen wir zu den Augen. Ich benutze heute die Chocolate Bar Palette und dann nehme ich erstmal diese Transition Shade in der Farbe Milk Chocolate. Den verteile ich überall ganz unordentlich in meiner Lidfalte. Und das gleiche mache ich dann nochmal, quasi dasselbe mache ich dann nochmal mit der Farbe Salted Caramel. Das ist so ein Karamellbraun. Den mache ich ein bisschen präziser auch in meine Lidfalte. Dann kommt schon der Star of the Show, das ist aus der Stila in the Garden Palette, die Farbe Sage. So ein schönes, metallisches, ganz helles Grün. Den verteile ich auf meinem gesamten beweglichen Lid. Das Ganze dunkle ich dann noch ein bisschen mit diesem tiefen schokoladigen Braunton ab in der Farbe Semi-Sweet aus der Chocolate Bar Palette. Den platziere ich wieder so in meiner Lidfalte und am äußeren Dreieck und alles verblende ich dann nochmal mit einem sauberen Blendepinsel. Durch das ganze Blenden ist ein bisschen was von dem Grün verloren gegangen, das trage ich jetzt einfach nochmal ein bisschen nach. Und dann benutze ich diesen tannengrünen Lidschatten auch aus der In the Garden Palette und habe mir da so ein Tape aufgeklebt und male damit quasi wie einen Eyeliner-Strich nach.
Um den Effekt ein bisschen zu verstärken, benutze ich dann nochmal einen Gel-Eyeliner. Den ziehe ich ganz dünn und ganz klein direkt am Wimpernkranz nach und mache auch einen ganz mini kleinen Wing. Und um den dann schön spitz zu kriegen, benutze ich auch immer noch so einen Felt-Tip-Eyeliner-Stift. Dann highlighte ich mit der hellen Highlight-Farbe aus der Chocolate Bar Palette am inneren Augenwinkel. Und unter der Augenbraue benutze ich diesen Weißton aus der In the Garden Palette. Das ist einer der wenigen hellen Lidschatten, matten hellen Lidschatten, den man auch auf meinem Hautton ein bisschen erkennen kann unter der Augenbraue. Sonst haben die immer so einen kleinen bis gar keinen Effekt. Dann nehme ich nochmal diesen dunklen Grünton und ziehe den auch am unteren Wimpernkranz einmal nach. Und dann nehme ich so einen hautfarbenen Kajal und male damit meine Wasserlinie nach. Dann benutze ich die Benefit Roller Lash Mascara und tusche damit meine oberen und meine unteren Wimpern. Und auf den Lippen trage ich heute den Lime Crime Cashmere. Das ist so ein schöner, steinfarbener, ja, gräulicher Nude-Ton. Ich finde, im Video sehe ich damit sehr blass aus, das wirkt aber in echt gar nicht so krass. Und das war's. Bis bald!